Das Viviverse kommt immer näher, mit natürlich auch dem Datum, wo die DesignerCon 2022 in LA ist. Und wir bekommen erste Infos zu dem ganzen Viviverse. Außerdem sprechen wir über die Drop-Details von Mike Egan's Halloween Collectible Drop. Und wir haben auf jeden Fall eine volle Drop-Woche mit Comics. Diese Infos und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein VVOG für die wichtigsten VV-News, die du wissen musst. Deswegen, wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt meinen Kanal, denn so verpasst du da draußen auf jeden Fall keine wichtigen VV-News, die du auf jeden Fall wissen solltest. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht erst lange rum um den heißen Brei und ja, die DesignerCon in Anaheim rückt immer näher. Am 18. bis 20. November findet das Ganze statt in mehreren Wochen. Also, und dementsprechend kommt natürlich auch der Release der ersten Version des Viviverse immer näher. Und ich bin auch nochmal in einem letzten Video darauf genauer eingegangen, denn wir haben nämlich erste Leaks zur Grafik bekommen. Nicht wie das Ganze aussieht, sondern wie das Ganze aussehen könnte. Das muss ich an dieser Stelle ganz klar betonen. Aber nichtsdestotrotz können wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Qualität erwarten, die auch für jedes Handy in irgendeiner Weise umsetzbar ist. Wenn du dir das also noch nicht angeschaut hast, dann schaust du es auf jeden Fall an. Ich verlinke es dir hier unter dem i. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall mal den Leak an, was es denn hier damit auf sich hat. Es ist tatsächlich nichts Großes, aber etwas sehr Bedeutsames. Und zwar geht es nämlich hier um natürlich die Perspektive. Wie kann ich sozusagen das Ganze sehen? Also in der First-Person-Version oder sozusagen von außen, also in der Third-Person. Und das sind natürlich Sachen, die ziemlich cool sind und was natürlich man an dieser Stelle nicht vergessen sollte. Wir haben anscheinend dann, wie gesagt, auch einen Charakter, den wir wählen können, beziehungsweise wir können auswählen, wie wir aussehen wollen. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir das dann mit unseren NFTs, die wir auf Vivi haben, können wir einfach sagen, ich möchte jetzt hier ein Spider-Man sein und habe dann wie eine Art Spider-Man-Anzug an oder können wir Batman sein und so weiter und so fort. Also da lässt sich die Liste auf jeden Fall ewig weiter spinnen und ich bin super gespannt, wie es dann am Ende ausgehen wird. Und das ist wie gesagt auch nur der erste Leak, den wir jetzt überhaupt sehen werden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir in den kommenden Wochen bis auch zum Release noch einige Eckdaten bekommen werden. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr spannende Sache. Denn wie gesagt, wir können sehr wahrscheinlich dann auch unseren eigenen Avatar wählen. Und was oder wie das dann aussehen wird, das werden wir sehen. Und wenn das dann auch in dementsprechender Grafik sein wird, wie im letzten Video gezeigt, dann haben wir es ja wirklich mit etwas richtig Coolem zu tun. Auch wenn es natürlich erstmal nur ein erster Step ist in das Ganze, dass man zum Beispiel zu zweit oder zu viert einen Showroom besuchen kann. Aber es wird super spannend und ich bin super gespannt auf deine Kommentare. Was denkst du? Werden wir unseren Avatar frei wählen können anhand unserer NFTs oder wird man sich da irgendwie selber eingestalten können? Oder. Schreib es unbedingt in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf deine Meinung und auf das, was du mit uns teilst. Und ansonsten gibt es natürlich auch weitere Drop-Details und zwar nämlich für den Dienstag, dem 25. Oktober um 21 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir nämlich das nächste Spooky Collectible von Mike Egan. Meiner Meinung nach ein wirklich sehr cooles Collectible. Und hier könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal so ein bisschen über Mike Egan selbst informieren. Ich werde euch den Artikel unten in die Beschreibung packen. Und das ist das ganze Collectible. Das Ganze ist tatsächlich auch leicht animiert mit so einem Flackern. Finde ich sehr, sehr cool. Ich blende euch das an dieser Stelle auch mal ganz kurz hier ein von Instagram. Ja, und ansonsten haben wir auf jeden Fall einen Listenpreis von 40 Gems, eine Edition-Auflage von 666 Stück und als Rarität eine Ultra-Rare. Das ist auf jeden Fall ein relativ guter Preis, muss ich wirklich sagen, für ein wirklich sehr schönes Collectible. Und wenn dir das Video übrigens bis zu dieser Stelle gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen, denn das unterstützt mich auf jeden Fall enorm und pusht das ganze Video auf jeden Fall noch mehr an andere Leute. Und wer sich jetzt fragt, ja, warum kommen denn jetzt eigentlich die ganzen Drops immer um 21 Uhr deutscher Zeit? Was ist mit 17 Uhr? Dort ist nämlich das Ganze für die Comics belegt. Denn wir sehen nämlich von Dienstag an 5 Tage eine super Limited Edition von Comics. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich cool. Und ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir hier so eine super Limited Edition sehen. Wer jetzt nicht weiß, was ist denn jetzt eine super Limited Edition? Was bedeutet das jetzt für mich? Das bedeutet im Prinzip, dass du nur 10.000 Stück hast. Ich werde dir ganz kurz mal die Verteilung hier einmal einblenden. So wird das Ganze dann aussehen. Insgesamt werden wir hier wieder eine Comic-Serie bekommen. Und zwar nämlich Marvel Zombies Hashtag 1 bis 5. Die Preise für diese Comics sind wirklich meiner Meinung nach ziemlich schlecht.
Wenn man sich das Ganze, wie gesagt, mal anschaut, das ist jetzt nur ein gutes Beispiel hier vom Marvel Zombies Hashtag 1. 9.6 wird hier für gerade mal $220 verkauft und das pendelt sich so in etwa bei jedem Comic ein. Also ich habe jetzt auch persönlich keine wirklich relevanten Details hier gefunden, was diese Comics sehr, sehr cool macht. Es ist natürlich cool, dass das Ganze jetzt hier zu Halloween droppt und ist natürlich auch sehr passend, aber nichtsdestotrotz sprechen wir hier von keinen besonderen Key-Comics mit irgendwelchen First Appearances. Und das war's an dieser Stelle tatsächlich auch schon wieder mit diesen ganz kurzen und wichtigen Vivi-News. Aber wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video auch sehr gerne ein Like und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.